Ja, hallo allerseits. Ich begrüße Sie sehr, sehr herzlich zu unserer Vorlesung über die Bedeutung und Funktion antiker Mythen in einer christlichen Kultur. Diese erste Vorlesung wird eine Einführung sein, die sich ziemlich stark unterscheidet von dem, was wir nachher machen werden, weil wir nachher dann zu einzelnen Themen viel genauer uns Gedanken machen werden. Ich möchte heute einfach so ein bisschen einen Überblick geben, beziehungsweise einige Grundlagen klären, worauf dann die Vorlesung eigentlich basiert. Ich werde Ihnen dann am Schluss der Stunde auch die Themen vorstellen, über die wir diskutieren werden. Ich möchte aber, bevor ich anfange, einfach ein paar organisatorische Dinge mit Ihnen abklären. Also das eine ist, dass ich unbedingt auf diesen fantastischen Hörsaal hinweisen will. Alle, die früher mal an der Angewandten waren, können das schätzen. Es war ein verheerender Hörsaal, wo ich bei jeder Vorlesung das Gefühl hatte, dass ich einfach ohnmächtig zusammenbreche, wo allen der Sauerstoff ausgegangen ist, man nichts verstanden hat. Und es war einfach katastrophal. Und die vielen Jahrzehnte, die ich an der Angewandten war, habe ich das immer wieder moniert. Und ich freue mich, dass es mir vergönnt ist, innerhalb meines Lebens das noch zu erleben, dass dieser Hörsaal zu einem brauchbaren Hörsaal umgewandelt worden ist. Ja, wir treffen uns also immer Mittwoch, immer um die gleiche Zeit, 13 Uhr bis 14.30 Uhr. Ich hoffe, dass Sie immer pünktlich sein werden, weil es unglaublich lästig ist, wenn Leute durchgehen. Es wird zwei Ausfälle geben, die an den Feiertagen liegen. Ich sage Ihnen das jetzt schon. Das ist dann natürlich der Mittwoch, der 26. Oktober und dann auch der 2. November. Und die Prüfung, also es steht allerdings auch schon alles im Netz, ist am 25. Jänner und dann die erste, also eine der ersten Stunden nach den Semesterferien, das wird noch genauer bekannt gegeben. Ich möchte Ihnen meine Tutorin vorstellen, über die ich außerordentlich glücklich bin, Astrid Peuer. Und die wird Sie sozusagen im Semester wunderbar betreuen. Und wir werden nämlich eine Dropbox einrichten, wo immer die PowerPoints drin sind und die Literaturlisten. Und zu Ihrer Unterstützung auch Herr Keskin, dem ich sehr dankbar bin, nimmt das alles auf und wird das auf YouTube ins Netz stellen, wo ja auch meine anderen Vorlesungen zum Teil auch schon nachzuhören und zu lesen, also zu hören, zu sehen sind, so dass Sie faktisch die Möglichkeit haben, wenn Sie mal was versäumt haben oder nochmal sich anschauen wollen, dass Sie diese Möglichkeit haben. Und die Astrid Peuer, die bitte ich jetzt kurz her, dass sie da ein paar Worte zu Ihnen sagt. Hallo. Ich habe vorbereitet eine Liste, auf die ihr euch eintragen könnt, damit ich euch alle zu dem Dropbox-Ordner einladen kann. Wie gesagt, es finden sich darin die PowerPoint-Präsentationen, die Bildskripten. Da viele der Bilder, die hier verwendet werden, nicht in unserer EasyDB-Datenbank sind, ist es notwendig, dass wir das so ins Netz stellen. Ich gebe euch die Liste rum. Ich habe auch ganz oben meinen Namen und E-Mail-Adresse nochmal vermerkt, obwohl ihr die auch auf der Kunstgeschichte-Homepage findet und auch auf der Website der Angewandten. Astrid Peuer, nur dass ihr euch das nochmal aufschreiben könnt. Wenn es was gibt, dann meldet euch einfach bei mir. Und gleichzeitig werde ich auch zwei Tutoriumstermine anbieten, um etwaige Fragen zu beantworten, Sachen gemeinsam zu diskutieren, zu besprechen. Das werden wir einfach dann gemeinsam schauen, wie wir das gestalten wollen. Und ich sage euch da gleich die Termine. Das ist der 30. November und der 18. Jänner, der vor allem dann zur Prüfungsvorbereitung auch gedacht. Anschließend zur Vorlesung, also um 14.30 Uhr im ehemaligen Hörsaal 4, der jetzt, glaube ich, der Seminarraum 8 ist. Aber das, wie gesagt, es steht auf der Homepage. Und 30. November gehen wir dann gemeinsam einfach rauf. Wer Interesse hat, wer Fragen hat, das soll dann einfach nur ein Ort sein, wo wir einfach noch gemeinsam Sachen besprechen können. Gut, das wäre es dann auch von mir. Ja, vielen Dank, Astrid.
Bitte, also wenn immer Sie Fragen haben, ja, Literatur oder Prüfungen oder Anmeldungen oder was auch immer, bitte wenden Sie sich an die Astrid Peuer. Ich habe nicht vor, solche Mails zu beantworten. Ja, gibt es, also inhaltlich denke ich mir, werden wir Sie ja wahrscheinlich heute nicht die ganze Stunde brauchen, denke ich, sodass wir am Schluss noch inhaltliche Fragen klären können. Aber gibt es organisatorische Fragen, die Sie jetzt gleich klären möchten? Ja? Anwesenheitspflicht gibt es nicht. Das ist also insofern, es ist einfach so bei Vorlesungen, dass es gesetzlich keine Anwesenheitspflicht gibt. Da kann man drüber denken, wie man will, aber so ist es einfach. Ja. Was ich auf jeden Fall sagen möchte, dass ich das nicht vergesse, die von der Kunstgeschichte, von der Uni, ja, bitte, wenn Sie eine Prüfung hier machen möchten und wollen, dass Ihnen das angerechnet wird, dann müssen Sie unbedingt mitbelegen an der Angewandten. Sonst existieren Sie im System nicht und dann kann ich mich auf den Kopf stellen, dann kann ich Ihnen sozusagen keine Note geben. Okay? Noch Fragen? Ja? Ja, das sind so meine Lieblingsfragen. Ich habe überhaupt nicht über Prüfungsfragen, habe ich echt überhaupt keine Sekunde bisher nachgedacht. Wir werden darüber reden am Ende des Semesters, wie das ungefähr ausschauen wird. Es gibt eine schriftliche Prüfung. Was ich nicht mache, ist, was an die Kunstgeschichte häufig gemacht wird. Ich mache keine Multiple-Choice-Prüfung mit Fragen, wo man irgendwas ankreuzen muss, weil mir das vollkommen gegen den Strich geht. Es wird eine Prüfung geben, wo es um ganz prinzipielle Verständnisfragen geht, wo es nie um Detailfragen geht, sondern ob Sie irgendwie die Zusammenhänge der Vorlesung mitvollziehen können und ob Sie mit Kunstwerken in irgendeiner Weise sinnvoll umgehen können. Und wie das ungefähr ausschauen wird, darüber werden wir dann reden, wenn wir kurz vor der Prüfung sind. Und es wird ganz sicher sozusagen diesen Termin am 25. geben und ziemlich direkt nach den Semesterferien und dann wird es noch eine dritte Prüfung geben, aber keine vierte. Also das. Noch Fragen? Okay, dann fangen wir an. Dass ich hier sitze, ist eine Ausnahme, weil ich kein Stehpult habe und dass ich das in der Hand haben muss, wird sich offensichtlich auch noch irgendwie erübrigen. Wenn Sie irgendwie, wenn ich aus irgendwelchen Gründen vergesse, hier sehr genau in das Mikro zu sprechen, schreien Sie bitte das und machen mich bitte darauf aufmerksam. Okay. Ja. Was sind Mythen? Mythos auf Griechisch, Mythos auf Lateinisch, heißt ursprünglich einfach nur so etwas wie Wort oder Erzählung. Und in seiner ursprünglichen Bedeutung ist ein Mythos einfach eine Erzählung, mit der Menschen und Kulturen ihr Welt- und Selbstverständnis zum Ausdruck bringen. Im traditionellen religiösen Mythos wird das Dasein der Menschen mit der Welt der Götter verknüpft. Also das heißt, es geht eigentlich um die Begründung von den allerwesentlichsten Fragen unseres Seins. Es geht um die Frage der Erschaffung der Welt, der Entstehung des Menschen, also woher kommen wir, woher kommen die Menschen? Was ist der Sinn des Lebens? Es geht um Tod. Es geht um ethische Fragen von Gut und Böse. Es geht um menschliche Beziehungen. Es geht um die Ordnung der Gesellschaft und damit einhergehend auch um den Machterhalt von Herrschenden. Man könnte sich fragen, was ist denn der Unterschied zu einer Religion? Es gab einen US-amerikanischen Mythenforscher aus den 70er, 80er Jahren des letzten Jahrhunderts, Joseph Campbell, der gesagt hat, dass aus einer religiösen Sicht eigentlich Mythos als die Religion der jeweils anderen definiert werden könnte.
Also dass zum Beispiel Christen nie sagen würde, dass ihre Religion aus Mythen besteht, aber die Religion von anderen sind sozusagen Mythen. Ich denke mir, da ist was dran, aber es gibt schon ganz wesentliche Unterschiede. Und zwar gibt es in den Religionen, zumindest in den monotheistischen, in den drei monotheistischen, schriftlich fixierte Glaubenssätze, die nicht verändert werden dürfen. Also es gibt ganz klare Dogmen. Bei den Mythen gibt es keinen Ursprung. Es gibt kein Original und es gibt keine ursprüngliche Wahrheit. Es gibt kein Äquivalent zur Bibel. Mythen gibt es nur in der Transkription. Das heißt, es gibt Jahrhunderte und teilweise Jahrtausende lange orale Erzähltraditionen, in denen eine Geschichte immer und immer wieder erzählt wird, dabei abgewandelt wird, umsemantisiert wird und wo es unterschiedliche Facetten gibt. Es gibt schon, wir werden das sehen, es gibt so etwas wie einen Kern des Mythos, aber dieser Kern wird angereichert, der wird eben auch umsemantisiert, manchmal ins komplette Gegenteil verkehrt. Ich möchte darauf hinweisen, dass wir uns hier nur mit griechisch-römischen Mythen, also im Wesentlichen sind es immer griechische Mythen, die die Römer übernommen haben, mit dieser antiken Tradition befassen, dass wir uns nicht mit germanischen Mythen beschäftigen, nicht mit außereuropäischen, obwohl die natürlich sehr bedeutsam sind. Aber unsere Kunst, ja, unsere Kunst des Armlandes, die hat sich im Wesentlichen natürlich auf diese antiken Mythen bezogen. Nun, was sind denn die ältesten schriftlichen Zeugnisse, die wir überhaupt haben? Da ist natürlich einmal Homer mit der Ilias, also dem Kampf um Troja und der Odyssee aus dem 8. Jahrhundert vor Christus. Wobei Homer ist auch selber als Person gar nicht wirklich zu fassen. Es gibt in der Forschung Überlegungen, ob das überhaupt, also die Ilias und die Odyssee überhaupt vom gleichen Autor stammen. Aber für uns ist es sowas wie Homer. Es ist wichtig, auch darauf hinzuweisen, das ist für uns ist das praktisch die erste schriftliche Quelle, aber es ist keine Erfindung, sondern es ist, Homer fasst da sozusagen schon eine jahrhundertelange orale Tradition eben zusammen. Es geht bei Homer im Wesentlichen um Helden, um die Handlungen und Emotionen von Helden. Weitere frühe schriftliche Erzählungen sind die Gedichte von Pindar und die Theogonie von Hesiod. Hesiod, auch schwer fassbar, aber auch ungefähr in die gleiche Zeit, 8. Jahrhundert, also auf jeden Fall vor 700. Und diese Theogonie von Hesiod ist etwas ganz anderes als diese Schriften von Homer. Hier geht es um die Erschaffung der Welt und der Götter. Es geht also nicht um Menschen und ihre Heldentaten. Und in dieser Theogonie von Hesiod wird eigentlich noch spürbar, dass es in den ursprünglichen Mythen um ein Erklärungsmodell geht, wie eigentlich die Schöpfung, wie die Elemente und wie die Götter entstanden sind. Und bei Hesiod ist das so, ursprünglich gab es nur Chaos. Und aus diesem Chaos entstanden 5 kosmische Urgottheiten. Und das war Gaia, oder Gea, die Erde, Tartaros, also die Unterwelt, Eros, Erebos, das Dunkel, Nix, die Nacht. Und Gea gebiert dann durch Eros im Schlaf ohne Begattung Kinder, nämlich Uranos, den Himmel, Urea, die Berge und Pontos, das Meer. Erebus und Nyx erzeugen Äther, also die Luft und den Tag. Von Gea und Uranos stammen die Titanen und die Zyklopen. Uranos verbirgt seine Kinder in der Erde und dieser bost Gea und sie stiftet einer ihrer Titanensöhne, Kronos, zum Umsturz an. Er entmannt seinen Vater Uranos und wirft das Glied ins Meer und aus diesem Schaum wird Aphrodite, die Göttin der Liebe. Nach jahrelangen Kämpfen wird einer der Söhne von Kronos, Zeus, zum Göttervater erkoren.
Also Sie merken schon aus den paar Sätzen, die ich da gesagt habe, dass das unglaublich kompliziert ist. Ja? Also diese Theogonie liest sich sehr kompliziert und man ist erstaunt, wie viele Kämpfe und Gewalttaten es da geht. Man kann ahnen, dass es ursprünglich wirklich so um kosmische Vorstellungen geht und dass das erst langsam im Laufe der Zeit diese Götter immer stärker anthropomorphisiert wurden. Also dass sozusagen aus diesen kosmischen Gewalten so etwas wie menschliche Figuren wurden. Nun, für uns und das heißt für die Kunst und Kultur unseres Ahnenlandes und der Kunstgeschichte sind Ovids Metamorphosen von herausragender Bedeutung. Also man kann diese Bedeutung von Ovid eigentlich gar nicht überschätzen. Ovid war ein Autor, der um Christi Geburt gelebt hat. Er hat circa 10 Jahre an diesen Metamorphosen gearbeitet. Es sind 15 Bücher in Hexametern. Es sind etwa 250 griechische und römische Mythen, wobei Ovid war Römer und hat eben vorwiegend sozusagen diese griechischen Mythen gesammelt und hat eben aus einer langen schriftlichen, aber eben auch noch mündlichen Tradition versucht, diese Geschichten zusammenzusammeln und zwar immer unter dem Aspekt der Metamorphose, also der Veränderung, der Verwandlung. Es ist so, dass wir werden das ja jetzt dann im Laufe der Vorlesung auch sehen. Es ist meistens so, dass ein Mensch sich verwandelt in eine Pflanze oder in ein Tier oder in einen Stern. Also es ist eine Grundvorstellung, dass sich Leben ununterbrochen verändert, was ja auch der Erfahrung entspricht. Ja, also wir werden geboren, verändern uns und sterben und die Natur entsteht im Frühjahr und stirbt etc. Also das ist natürlich so eine ganz grundsätzliche Vorstellung. Ich zitiere Ihnen hier ein paar Sätze von Ovid, wo er das auch selber sozusagen so formuliert, dass es eben immer auch, also es geht um Veränderung, aber es geht auch um diese Vorstellung einer Einheit, dass sozusagen das Göttliche, Menschliche, Pflanzliche, Tierische, dass das eigentlich immer zusammengehört. Und ich zitiere jetzt Ovid, alles verwandelt sich nur, nichts stirbt, herüber, hinüber irrt der belebende Hauch. Und in andere beliebige Glieder zieht er ein und geht aus Tieren in menschliche Leiber und in Getier von uns und besteht so ewige Zeiten. Die Metamorphosen von Ovid beginnen mit der Entstehung der Welt aus dem Chaos und einer großen Flut, die nur ein Menschenpaar, nämlich Deukalion und Pyrrha, überlebt. Und es endet mit der Verwandlung von Caesars Seele in einen Stern. Das heißt, die Metamorphosen umspannen praktisch die gesamte Zeit von der Schöpfung der Welt bis zu Ovids eigener Zeit, also Caesar. Die Geschichte mit der Flut, die wird uns noch beschäftigen. Das ist schon sehr interessant, weil das natürlich auch in der jüdischen, christlichen Vorstellung so etwas wie eine Sintflut eben gegeben hat. Und da sind die Vorstellungen sehr verwandt. Also darüber werden wir auch noch zu sprechen kommen. Wie gesagt, Ovid war sozusagen für die Künstler der Renaissance des Barock und danach so etwas wie eine Bibel. Also der ist sozusagen die Metamorphosen, das ist einfach die Grundlage, die ganz wichtig ist. Aber es gibt natürlich nicht nur Ovid. Es gibt auch Horaz, es gibt Hygin, es gibt Apollodor, Lukian, Vergil, Herodot und andere. Und das sind meistens, also teilweise griechische, aber teilweise römische Autoren, die auch dann den Autoren, auch also speziell in der Renaissance, durchaus bekannt waren. Ja, warum haben die antiken Mythen überlebt? Das ist überhaupt nicht selbstverständlich, wenn Sie sich überlegen, da geht's, also das ist ja dann nachher eine christliche Kultur. Wie ist es möglich, dass die Mythen, die antiken, die heidnischen Mythen
eigentlich überhaupt überlebt haben. Ich habe eine These, die dieser Vorlesung zugrunde liegt. Und ich denke Folgendes. Ich glaube, dass die Kunst sich meistens, nicht immer, ja, aber meistens mit sehr, sehr grundlegenden Menschheitsfragen beschäftigt. Und diese tiefgehenden Fragen, die brauchen eine Tiefendimension und sie brauchen so etwas wie eine Rahmung. Nun, für viele Themen ist natürlich die Religion die Rahmung, also in dem Fall die christliche Religion. Also wenn es um Tod geht, wenn es um das Jenseits geht, was in der christlichen Religion eine überragende Rolle spielt, wenn es oft um moralische Fragen geht, dann ist das die christliche Religion. Aber es gibt andere Dinge, für die die christliche Religion mehr oder weniger unbrauchbar ist. Also wenn es um Geschlechterbeziehungen geht, wenn es um Liebe, Erotik, Sexualität geht, findet man da nichts. Ja? Beziehungsweise wenn es um Legitimation von Macht geht oder Gewalt oder aber auch eine Reflexion über Künstler und Kunst. Und in diesem Fall haben die Künstler, vor allem dann seit der Renaissance, aber auch davor, ich werde Ihnen das zeigen, also meines Erachtens eben eigentlich notgedrungen auf diese mythologischen Geschichten zurückgegriffen, weil es anders nicht erzählbar war. Aber wie das konkret ausschaut, werden wir während der Vorlesung sehen. Nun, wie haben eigentlich diese Götter überlebt? Wie haben die Götter und wie haben diese mythologischen Geschichten überlebt? Hier ist es wichtig, darauf hinzuweisen, dass diese Götter nie verschwunden sind. Also man hat ja lange gedacht, also mit Burckhardt, und das zieht sich teilweise, zieht sich das Denken ja bis heute, dass es so etwas gab wie das dunkle Mittelalter, wo alles weg war, die ganze Antike, und dann die Renaissance, die große Wiedergeburt der Antike, da wird das alles wieder ausgegraben. So hat sich das nicht abgespielt, sondern die Mythen haben dieses ganze Mittelalter eigentlich weiter gelebt. Aber ich möchte Ihnen zeigen, wie diese Mythen überlebt haben. Die haben in verschiedenen Kleidern sozusagen überlebt. Also, es gab bereits in der Antike eine Mythenkritik. Also schon in der ausgehenden Antike gab es natürlich also speziell Philosophen, die gefunden haben, naja, also sind ja zum Teil doch sehr eigenartige und vor allem sehr unmoralische Geschichten. Platon zum Beispiel war ein scharfer Kritiker der Mythen, weil er fand, dass der Mythos dem Logos, also der Vernunft eigentlich entgegenstünde. Und es gibt andere spätrömische Dichter, wie zum Beispiel Lukian, aus dem 2. Jahrhundert nach Christus, der hat in Syrien gelebt, also war eigentlich also aus Großgriechenland, wir werden den während der Vorlesung mehrfach begegnen, der sich eigentlich nur lustig macht über diese ganze Götterwelt und der auch gewisse Uminterpretationen vornimmt. Teilweise geht er da auch schon auf Traditionen zurück, zum Beispiel der Trojanische Krieg, der ja so eine bedeutende Rolle spielt und wo Sie ja wissen, dass der Anlass zu diesem Krieg der Raub der schönen Helena war, ja. Und Lukian sagt jetzt, und wie gesagt, das geht sehr wahrscheinlich auf eine ältere Tradition schon zurück, sagt, die Helena, die war überhaupt nie in Troja. Es war ein Trugbild, ein sogenanntes Eidolon, was dem Paris da sozusagen vor Augen geschwebt ist und weswegen 10 Jahre Krieg geführt worden ist und wo Lukian sozusagen aufzeigt, und ich finde das, da sieht man das sozusagen natürlich in der Satire, ein unglaublicher Erkenntniswert liegt, wo er sozusagen zeigt, Kriege werden oft sozusagen mit Begründungen geführt, um die es überhaupt nicht geht. Ja. Nie im Leben hat man 10 Jahre in Troja Krieg geführt, nur wegen einer schönen Frau, die da angeblich geraubt sein soll, sondern es geht natürlich um Macht, es geht um Vermehrung von Reichtum etc. Das heißt,
es gibt schon sowas wie eine antike Mythenkritik auf verschiedenen Ebenen. Ich möchte Ihnen jetzt die drei, also sozusagen Ebenen zeigen, auf denen die Götter vor allem überlebt haben. Und zwar diese erste Ebene ist die Astrologie. Also die Götter haben vor allem über die Astrologie überlebt. Sie müssen sich Folgendes vorstellen, dass die Astrologie und die Astronomie, das war ursprünglich natürlich eigentlich eine Einheit, die Sternenkunde, die eigentlich von Babylonien ausging und dann erst nach Griechenland und Rom kam, war für die Menschen ursprünglich von einer immensen Bedeutung, weil es natürlich darum ging, um Zeitrechnung, um Einteilung des Jahres, um das Wissen von Jahreszeiten etc. Nun wurden die Planeten, also die Wandelsterne, mit den Göttern identifiziert. Und ursprünglich, wie gesagt, kam dieses Wissen von Babylonien, aber die Griechen haben sie dann faktisch mit den Göttern identifiziert und auf diese Weise kamen sie in die Spätantike, ins Frühchristentum, ins Mittelalter und in die Renaissance und in den Barock. Und diese ganze Vorstellung, also dass die Planeten und die Sterne einen Einfluss auf die Menschen haben, das ist ja eine Vorstellung, die durchaus bis heute sich aus uralten Zeiten gehalten hat. Was Sie hier sehen, sind zwei karolingische Handschriften aus dem 9. Jahrhundert, sogenannte Aratos-Handschriften, wo Sie eben sehr gut sehen können, dass also wie faktisch diese Vorstellung von Sternen, von Planeten etc., wie das niedergelegt worden ist und von karolingischen Mönchen diese antiken Schriften abgeschrieben und abgezeichnet worden sind. Und ich möchte da vielleicht nur einen kurzen Einschub machen, um über sozusagen Ihnen die Bedeutung dieser Bücher klarzumachen. Die antiken Handschriften waren aus Papyrus und haben nicht gehalten. Wir hätten nichts mehr, praktisch gar nichts mehr von einem antiken Wissen, wenn nicht die Mönche in den Klöstern diese Handschriften alle auf Pergament, auf das viel also haltbare Pergament übersetzt hätten und abgeschrieben hätten. Und Sie müssen sich vorstellen, was sozusagen was für eine unglaubliche Bedeutung so ein Buch hatte, weil da so eigentlich in einem dieser Bücher faktisch das gesamte antike Wissen vorhanden war. Wenn Sie Umberto Eco lesen, den Namen der Rose, der hat das auf eine fantastische Weise einem klargemacht, was so eine mittelalterliche Bibliothek, was für eine unglaubliche Bedeutung die eigentlich hatte und was zum Beispiel der Brand von der Bibliothek von Alexandrien, was das für eine Menschheitskatastrophe war, weil da einfach Wissen verloren geht. Sie können sich das kaum mehr vorstellen, weil heute im Computerzeitalter, ja, was ist schon ein Buch? Ja? Also man kann sich das sozusagen eigentlich nicht mehr vorstellen. Aber jedenfalls diese karolingischen Mönche, die haben das abgeschrieben und mit dem Abschreiben dieser astrologischen Texte haben sie aber auch die Miniaturen abgezeichnet und dadurch kommt eine gewisse Form, also durchaus auch formal sozusagen eine gewisse Vorstellung antikischer Kunst in diese frühchristliche Kunst hinein. Sie sehen da jetzt hier noch ein Beispiel aus dem 14. Jahrhundert, da sehen Sie, dass sich die Form schon sehr verändert hat und diese Götter jetzt eigentlich nicht mehr sehr antikisch ausschauen, sondern eigentlich eben wirklich wie 14. Jahrhundert und dann auch im 16. Jahrhundert, wo Venus mit ihrem Taubenwagen da über die Wolken fährt, wird das natürlich jetzt jeweils in die andere, also sozusagen Zeit übersetzt. Also das ist jetzt die sogenannte naturwissenschaftliche Tradition, einer der wesentlichsten Wege, auf dem sozusagen die antiken Götter eine Heimat gefunden haben und eben überleben konnte, indem man einfach gesagt hat, die Sterne sind Götter und die sind jetzt sozusagen auf dem Himmel noch zu sehen.
Es gibt eine zweite Tradition, die genauso bedeutsam war, die auch wieder ihren Ursprung eigentlich schon in der Antike hatte, nämlich im 3. Jahrhundert vor Christus gab es einen Autor, der hieß Euhemeros, und wir nennen das die euhemeristische Theorie. Und der hat Folgendes gesagt, er hat gesagt, die Götter, also in der Form gab es die nicht, das waren einfach Menschen. Es waren sehr bedeutsame Menschen. Und das war natürlich jetzt eine Theorie, die die Christen sehr gut übernehmen konnten, und die haben sie auch übernommen im Mittelalter vor allem und haben sozusagen sagen können, das waren ganz bedeutende Menschen. Also zum Beispiel Athena war eine bedeutende Frau, die eben den Menschen das Weben beigebracht hat und die Weise waren etc. Und diese Vorstellung, die hat sich sehr lange gehalten, also sogar der Reformator Zwingli hat noch gedacht, dass neben den großen Patriarchen auch antike Helden wie Herkules und Theseus neben Gott im Himmel thronen werden. Also das ist eine Vorstellung, die sich sehr gehalten hat und die dann auch dazu natürlich geführt hat, dass Herrscher vergöttlicht worden sind. Sie sehen das hier zum Beispiel eine Boccaccio-Illustration. Boccaccio war einer derjenigen Autoren im 14. Jahrhundert, der diese euhemeristische Deutung weitergeführt hat und zum Beispiel beim Raub Europa gesagt hat, Europa, das war einfach eine Königstochter, die von Ander, eine phönizische Königstochter, die dann geraubt worden ist, und auf dem Schiff war auch ein Stier, beziehungsweise das Schiff war in Form, sozusagen hatte vorne einen Stierkopf oder sowas. Ja? Also dass die haben das sozusagen einfach, ja, wenn sie so wollen, vermenschlicht und nochmal profanisiert. Und die dritte Interpretation ist ja wahrscheinlich dann innerhalb der christlichen Semantik eigentlich dann die bedeutendste geworden, und das ist die moralisch allegorisierende Interpretation. Und zwar ist man davon ausgegangen, und das beginnt sogar auch schon in der Antike ansatzweise bei den Stoikern, die Mythen einerseits eben physikalisch gedeutet haben oder dann aber gefunden haben, die müssen irgendeinen moralischen Sinn haben. Nun ist es so, das wissen Sie und wir werden das auch weiter sehen, in diesem Olymp geht es einfach unglaublich unmoralisch zu. Also da wird die Ehe gebrochen, da wird gelogen, da gibt es Gewalttaten. Also das ist natürlich sehr schwer, das also in jetzt so eine christliche Vorstellung zu übersetzen. Also hat man das allegorisiert. Allegorisieren heißt, Allegoreen heißt anders reden, also das heißt, man ist davon ausgegangen, die Bedeutung liegt nicht in dem, was sozusagen die Geschichte selbst ist, sondern verweist auf eine vollkommen andere Form von Bedeutung. Also für die Christen war das naheliegend, weil sie ja auch das Alte Testament allegorisiert haben. Also das kennen Sie, dass jede Geschichte im Alten Testament also auf eine christliche Geschichte eigentlich schon vorausweist. Und so hat zum Beispiel Fulgentius im 6. Jahrhundert eine der wichtigsten Bücher geschrieben, Mythologie, also wo er die ganzen antiken Mythen anfängt, jetzt eben denen eine allegorische Bedeutung zu unterlegen. Und auf die Weise konnte das Christentum diese Mythen übernehmen. Allerdings muss man dazu sagen, es gab auch christliche Theologen, die das komplett abgelehnt haben, weil sie gesehen haben, dass in diesen antiken Mythen ja doch sehr viel an Unmoral, vor allem was eben Liebe, Sexualität anbelangt, transportiert wird, und die da sozusagen total dagegen waren. Aber die Mythologien haben sich durchgesetzt. Was wir beobachten können, ist, dass es mit dem 12. Jahrhundert eine Art Renaissance, damit Metamorphosen von Ovid gegeben hat, also ein Revival. Aber dass erst im 14. Jahrhundert wurden die komplett und konsequent durchchristianisiert. Das ist vielleicht auch etwas, was
was ihrem normalen Denken letztlich zuwiderläuft, weil man eigentlich immer eine Vorstellung vom Mittelalter hat, dass das Mittelalter, das ist alles total christlich. Ja. Das stimmt mitnichten. Die Kirche hatte unglaubliche Schwierigkeiten, sozusagen dieses christliche Denken in allen Schichten durchzusetzen. Und es gab vollkommen andere Vorstellungen, zum Beispiel beim ganzen Rittertum. Die hatten ganz andere Moral- und Ehevorstellungen. Die waren eigentlich nicht in dem Sinn christlich. Ja. Es ist nur so, dass faktisch die schriftliche Kultur und die Kultur überhaupt weitgehend von der Kirche her gesteuert worden ist und gemacht worden ist, sodass wir diesen Eindruck erhalten. Aber erst eigentlich im 14. Jahrhundert wurden diese Metamorphosen von Ovid so richtig durchchristianisiert. Und zwar gibt es da im 14. Jahrhundert, vor allem in Italien, im Trecento, gibt es da ein paar ganz wesentliche Eckdaten, wo man das sozusagen zeigen kann. In Frankreich gab es zwischen 1315 und 1318 im Auftrag der Königin Jeanne de Bourgogne wurde ein Ovid moralisé in französischer Sprache verfasst. Also da gab es sozusagen eine Übersetzung ins Französische, aber eben Ovid moralisé, also das heißt ein moralisierter Ovid, wo jetzt diese ganzen Geschichten also mit einer Moral hinterlegt worden sind. Aber es gibt dann eben auch, wie Sie sehen das hier, mit dem Raub der Europa, wir werden über Europa nächstes Mal sehr ausführlich sprechen, entsprechende Miniaturen verfasst worden sind. Und die zum Beispiel Europa wird so christianisiert, Europa ist, der Stier ist Jesus und Europa ist die Seele und der Stier führt die Seele zu Gott. Also Sie sehen, das wird jetzt irgendwie ja, komplett umgedreht. Neben diesem französischen Ovid moralisé gab es sehr wesentliche Ovid-Übersetzungen in Italien, einerseits von einem Notar, Arrigo Simintendi, der in den 30er Jahren des 14. Jahrhunderts eine Prosa-Übersetzung ins Italienische vorgenommen hat, die sehr nah am Originaltext von Ovid war. Und es gab einen Mann namens Giovanni del Virgilio, der an der Universität von Bologna eine Vorlesung gehalten hat über die Metamorphosen, die ein spektakulärer Erfolg geworden sind, so dass er die immer wieder wiederholt hat. Also Sie brauchen sich das im Einzelnen nicht merken. Es geht eigentlich nur darum, dass im 14. Jahrhundert schon dieser Ovid eine sehr große Rolle spielt, aber versucht worden ist, ihn irgendwie zu christianisieren. Und die für uns sozusagen jetzt für die Kunstgeschichte wichtigste Version stammt von Petrus Berchorius, der 1340 in Avignon seinen Ovidius Moralizatus nochmal sozusagen auf einem neuen Niveau erläutert hat. Da, von dem Ovid gibt es ungefähr 80 Handschriften, also die noch vorhanden sind. Und ich möchte Ihnen eine davon vorstellen, damit Sie sich irgendwie ein Bild machen können, wie das ausgeschaut hat. Diese Abhandlung von Petrus Berchorius wurde schon bald nach ihrer Entstehung, also ungefähr um die Mitte des 14. Jahrhunderts in Bologna, mit einem sehr umfangreichen Miniaturenzyklus versehen. Es ist leider nicht vollendet. Wenn es vollendet worden wäre, hätte das etwa 284 Bilder umfasst. Diese Handschrift liegt heute in Gotha. Es ist ein wirklicher Prunkkodex mit einem also sehr großen Format, 36 auf 26 Zentimeter, also ein richtig großes Buch. Diese Handschrift wird im Moment in einem DFG-Projekt erforscht durch Dieter Blume aus Jena. Und ich stütze mich hier eigentlich auch auf seine Forschungen. Sie sehen, es gibt einfach Handschriften, das gilt jetzt nicht nur für diese, die einfach noch nicht wirklich erforscht worden sind. Man glaubt das nicht, aber das ist natürlich so. Das heißt,
Ich bin mir sicher, dass da noch sehr viel an Material einfach gefunden werden wird. Und ich zeige Ihnen das jetzt ein bisschen genauer, damit Sie sehen können, wie im sogenannten Mittelalter, also wir sind noch im 14. Jahrhundert, diese Metamorphosen von Ovid dargestellt worden sind. Was mir sehr, sehr wichtig ist, ist darauf hinzuweisen, dass sich der Text eigentlich dass sich die Miniaturen nicht einfach mit dem Text decken. Und das ist methodisch, wir werden das immer wieder sehen in der Vorlesung, das ist etwas, was mir sehr wichtig ist, weil die Kunstgeschichte sehr oft davon ausgeht, vor allem natürlich bei Buchmalereien, dass die Buchmalerei einfach eine Illustration von dem Text ist. Das ist mitnichten so, sondern die Buchmalereien, die führen natürlich ein Eigenleben und es ist sehr oft so, dass in der Malerei Dinge ausgedrückt werden, die im Text in der Form gar nicht vorkommen. In diesem Fall ist es so, dass der Text viel knapper ist und die Miniaturen hingegen die emotionale Seite der Geschichte herausarbeiten und eigentlich viel näher dann bei Ovid sind als wie der Text. Ich zeige Ihnen das jetzt hier. Sie sehen die Geschichte von Io. Io war eine Flussnymphe und Sie sehen das wunderschön, ihr Vater war Inachos, also ein Fluss. Also Sie sehen, das sind sozusagen eben die Götter, die eben auch Elemente sind. Und Zeus, Jupiter, hat sich in diese Quellnymphe verliebt und sie wollte aber keine Beziehung mit ihm und sie ist vor ihm geflohen. Und er hat ihr nachgesetzt und hat dann einen Nebel auf die Erde fallen lassen, sodass sie sich überhaupt nicht mehr ausgekannt hat. Und auf die Weise sozusagen hat er diesen Liebesakt mit ihr durchgeführt, gegen ihren Willen. Und wie das immer so ist, also wir werden das jetzt immer wieder begegnen, weil es sozusagen eine Mythenstruktur ist, Zeus, Jupiter letztlich vergewaltigt Nymphen oder Frauen. Seine Frau Hera, Juno, realisiert das, bestraft, ihren Mann kann sie nicht bestrafen, aber sie bestraft dann jeweils die Frau, die überhaupt nichts dafür kann. In diesem Fall ist es so, Sie sehen oben links, wunderschön, also ich gehe vielleicht eins weiter, dann sehen Sie das genauer. Sie sehen, wie diese Quellnymphe, also aus dem Wasser entsteht, ja, um zu zeigen, dass es eine Quellnymphe ist. Und Sie sehen Jupiter, der da vom Himmel runter saust und sie umarmt. Was nicht dargestellt ist, ist der Nebel. Das ist etwas, was dann erst Correggio in der Renaissance machen wird. Und danach sehen Sie dann unten, also links in dem Segment oben sehen Sie, ich weiß nicht, wie gut Sie das sehen können, das ist eben die Juno, die sich vor Zorn die Haare rauft und die kommt zur Erde, um zu schauen, was los ist. Das bemerkt Jupiter und verwandelt blitzartig Io in eine Kuh, sodass er seiner Frau sozusagen sagt, ist nichts gewesen, ja. Und die Juno, die aber ihren Mann ja schon kennt, ist aber sehr argwöhnisch und sagt, gib mir diese Kuh. Und Jupiter weiß nicht recht, was er machen soll. Eigentlich will er das nicht, weil er weiß ja, wer das ist. Aber er kann das seiner Frau schwer abschlagen, also gibt er ihr diese Kuh. Und Sie sehen jetzt, also links unten sehen Sie, wie die allmählich in diese Kuh verwandelt wird. Ich hoffe, dass Sie es noch sehen können. Und rechts oben, das ist einfach eine großartige Miniatur, schaut diese Io in den Fluss, also der Fluss, der ja sozusagen ihr Vater ist, und sieht mit Entsetzen ihr eigenes Spiegelbild, dass sie sich in eine Kuh verwandelt hat. Ovid beschreibt das auch sehr emotional, nämlich, dass sie weinen will, aber sie kann nicht weinen, dass sie schreien will, aber sie kann nicht schreien, weil sie nur Mut
und dass sie einfach ja, verzweifelt ist. Und ich finde, dass das in der Miniatur mit diesem Spiegelbild, das ist schon eine erstaunlich tolle Lösung. Und unten sehen Sie, das werden Sie kaum sehen jetzt hier in der Miniatur, dass Inachos, also ihr Vater, der Fluss, der sucht seine Tochter und er kann sie nirgends finden und er ist verzweifelt. Und sie schaut sozusagen in diesen Fluss, der ihr Vater ist, kann sich aber ihm nicht zu erkennen geben, weil sie nicht sprechen kann. Und was sie dann macht, ist, dass sie mit den Hufen das sozusagen in den Sand schreibt. Und ihr Vater sagt dann, schlimmer noch als sozusagen der Schmerz über dein Verschwinden ist der Schmerz über dein Wiederfinden, also in dieser schrecklichen Gestalt. Und das geht dann so weiter, dass eben also Io zu Jupiter fleht, dass er ihr in irgendeiner Weise doch helfen möge, und Jupiter also beschwichtigt sie nur und sagt, naja, wird schon werden oder so. Es wird aber nicht, sondern die Juno übergibt Io, also in Form dieser Kuh, Argus. Argus mit den Argus-Augen ist ein Mann, der überall Augen hat, 100 Augen, und alles sieht, und auch wenn er schläft, sind immer irgendwelche zwei Augen trotzdem noch wach. Und der bewacht also jetzt diese Io, damit sie nicht davonlaufen kann. Und Zeus, Jupiter, dem tut die allmählich doch leid, und er schickt Hermes mit der blauen Kapuze und er soll die befreien. Und Hermes geht zu Argus und spielt ihm mit der Flöte vor und erzählt ihm andere mythologische Geschichten. Also bei Ovid ist es ja so, wenn Sie das lesen, da geht einfach ein Mythos in den nächsten über. Und das ist so, dass er erzählt ihm den Mythos von Pan und Syrinx, dem werden wir noch begegnen. Und das ist, er erzählt und erzählt und erzählt, und endlich schläft er wirklich endgültig ein und schließt irgendwie alle seine Augen. Und Hermes, Merkur, erschlägt ihn und führt Io in Form der Kuh da wieder raus. Und Sie sehen, wie toll der Miniaturist es löst, also wie man wirklich sieht, dass der sozusagen aus dem Bild herausgeht mit der Kuh. Ja. Und jetzt erweicht Jupiter, also seine Frau, und sagt, also ich werde nie wieder anrühren, aber lasse doch wieder Mensch werden. Und Sie sehen hinten, wie sie jetzt langsam von einer Kuh wieder zu einem Mensch wird, und vorne hat sie wieder ihre wunderschöne Gestalt. Und was dann der Miniator erfindet, was nicht der Geschichte entspricht, ist, dass sie dann zu einem Sternbild geworden ist. Also das einfach, damit Sie irgendwie sehen können, wie also schon um die Mitte des 14. Jahrhunderts so eine ovidische Geschichte geschildert wird. Ich zeige Ihnen noch kurz zwei andere. Das eine ist die Geschichte von Diana und Akteon, eine der Lieblingsgeschichten dann in der Renaissance. Akteon, ein Jäger, der auf der Jagd zufällig, ohne dass er das beabsichtigt hat, Diana beim Baden sieht, Diana mit ihren Nymphen, und Diana, also Artemis auf Griechisch, Diana, die nie sozusagen von einem Sterblichen nackt gesehen wurde und werden will, eine keusche Göttin, die bespritzt ihn mit Wasser, worauf er in einen Hirsch verwandelt wird und von seinen eigenen Hunden zerfleischt wird, weil die natürlich nicht mehr realisieren, dass das eigentlich er ist. Also eine dieser hochtragischen Geschichten, weil Akteon ja eigentlich überhaupt nichts sozusagen dafür konnte. Und noch eine Geschichte von Salmakis und Hermaphrodit. Das ist eine der sehr seltenen Geschichten, wo sich mal eine Nymphe, Salmakis, in einen Jüngling verliebt, der aber nicht will. Und Sie sehen diesen Jüngling, der ein bisschen ausschaut wie ein Kind, der da daher spaziert und sich dann auszieht, um in dieser Quelle zu
zu baden. Sie ist eine Quellnymphe, also sie ist, ihr Element ist sozusagen das Wasser und sie bittet die Götter, dass sie sich mit ihm vereinen kann und dem kommen die Götter nach, das heißt, sie vereinen sich und so entsteht Hermaphrodit, also das heißt, ein Mensch, der halb Mann und halb Frau ist. Sie sehen vielleicht, dass diese Miniaturen, die also 14. Jahrhundert sind, was wir sozusagen im Allgemeinen noch gewohnt sind, als Spätmittelalter zu bezeichnen, vor der Renaissance, wie viel hier schon sozusagen von diesem mythischen Gehalt eigentlich verarbeitet worden ist und dass es da vor allem eigentlich darum geht, menschliche Beziehungen, zwischenmenschliche Beziehungen, vor allem natürlich zwischen den Geschlechtern, aber eben auch Emotionen ausdrücken zu können. Was, wo eben auch schon da es eigentlich keine andere Form gegeben hätte, als das über diese mythologischen Geschichten zu tun. In diesem Trecento haben sich sehr viele mit den Mythen beschäftigt, Dante, Petrarca, Boccaccio, also alles Autoren, die dann sehr wichtig geworden sind für die Renaissance. Nun kommt natürlich ein ganz entscheidendes Ereignis, das Wesen dazu bei... Was ist mit dem Mikro? Hören Sie mich noch? Ja, okay. Dass diese Mythen eine größere Verbreitung gefunden haben und das ist der Buchdruck. Durch den Buchdruck wurden jetzt diese vielen Miniaturen, aber Sie müssen sich vorstellen, die Miniaturen, das sind immer relativ kostbare Handschriften, die natürlich nur einer gewissen Elite zur Verfügung gestanden sind, einer kirchlichen und höfischen Elite und dann unter Umständen noch einer städtischen, aber sozusagen, das war natürlich kein Massenprodukt, aber jetzt mit dem Buchdruck haben die natürlich eine völlig neue Verbreitung gefunden. Und das ist ähnlich wie heute bei uns über den Medienumbruch, dass sozusagen ein neues Medium natürlich die ganze Kultur eigentlich verändern kann. Es gibt jetzt eine Ovid, also ein Ovid, der erscheint 1497 in Venedig. Das ist die erste gedruckte italienische Version, die unglaublich bedeutsam geworden ist. Es gibt dann, ich zeige Ihnen jetzt kurz sozusagen, wie das sich weiter abgespielt hat. Aber diese erste Holzschnittfolge von 1497, die ist eigentlich grundlegend, wobei man natürlich davon ausgehen muss, dass das jetzt keine Erfindungen sind, sondern dass das natürlich auf einer Buchmalereitradition basiert, die wir teilweise nicht mehr haben. Was ich Ihnen zeige, ist der Anfang von den Metamorphosen, wo es eben um die Erschaffung der Welt geht. Und das kommt Ihnen sehr wahrscheinlich jetzt sehr bekannt vor, weil das schaut natürlich aus, das könnte genauso gut eine christliche Version einer Erschaffung der Welt sein. Ja? Also das würde ziemlich genauso ausschauen. Es klingt auch sozusagen, wenn man es liest, ist es auch relativ ähnlich. Also es ist halt jetzt nicht Gott Vater, sondern Jupiter, der jetzt die Gestirne, Mond, Sonne, Sterne, den Wind, die Tiere, die Pflanzen erschafft. Ja? Also das heißt, hier könnte man natürlich sagen, wäre jetzt sozusagen die Mythologie auch keine Notwendigkeit. Aber schon in einer der nächsten Illustrationen ist das anders. Also das ist jetzt also das gleiche Buch, aber eben eine Geschichte, die wir jetzt so im Christentum sicher nicht finden würden. Es geht um Vulkan oder Hephaist auf Griechisch ist der Gott des Feuers oder der Schmiede. Das ist natürlich, müssen Sie sich vorstellen, ursprünglich einmal im Metallzeitalter ist das etwas außerordentlich Wichtiges, deswegen ist er auch ein Gott. Und der ist aber von der Tradition her, ist der hinkt der und er ist hässlich und klobig. Und seine Frau ist die Aphrodite, Venus, also die Göttin der Schönheit und Liebe. Und die betrügt ihn, die begeht Ehebruch mit Mars,
also dem Gott des Krieges. Und was Sie sehen, ist links eben Vulkan in seiner Werkstatt und es kommt Apoll, um ihn nämlich darauf aufmerksam zu machen. Also der petzt und sagt, pass mal auf, deine Frau hintergeht dich. Ja? Und der hat das gar nicht gemerkt. Und der Vulkan macht Folgendes, der webt ein Netz aus Metall, was so fein ist, dass man es gar nicht sieht, und fängt die jetzt in flagrante, indem er dieses Netz über sie wirft, also über Venus und Mars, und holt alle Götter, also um das sozusagen diesen Ehebruch zu belegen, und die brechen alle in Gelächter aus. Das ist das sogenannte homerische Gelächter, weil Homer das auch beschreibt, dass dann die Götter sozusagen in ein Lachen ausgebrochen sind. Sie werden sich vielleicht fragen, also wie ist es eigentlich möglich, wieso Venus ausgerechnet mit Vulkan verheiratet war, was so überhaupt nicht zusammenpasst. Und die Geschichte dazu ist die, Hera und Zeus, also das ist eine, es gibt unterschiedliche Versionen, aber eine Version ist die, Juno und Jupiter hatten ein Kind, nämlich Hephaest, und es war ziemlich hässlich. Und Jupiter schaut sich den an und denkt sich, boah, also der gefällt mir nicht, und haut er ihn aus dem Olymp raus, wirft ihn da sozusagen auf die Erde, und damit hat er sich natürlich unheimlich verletzt, und seither hat er diese Behinderung, kam dann wieder in den Olymp zurück, aber eben als ein wirklich behinderter Gott. Und Jupiter denkt sich danach, naja, das war jetzt wirklich keine sehr nette väterliche Geste, irgendwie hat auch ein schlechtes Gewissen und denkt sich, er muss das wieder gut machen. Wie macht er das wieder gut, dass er seine Tochter, also in gewissen Versionen ist Aphrodite seine Tochter, Venus, nimmt und sie ihm einfach zur Frau gibt. Um das sozusagen auf seine Art und Weise wieder gut zu machen. Ich zeige Ihnen jetzt in einem kurzen Durchlauf, wie Sie sich das vorstellen können, wie diese Holzschnitte sich verbreitet haben. Ja? Also das ist also die, Sie müssen sich vorstellen nochmal, also Buchmalerei, dann geht das in den Druck, in den Holzschnitt zuerst einmal, 1497, diese erste Holzschnittfolge, und die geht weiter, also auf die bezieht man sich dann sozusagen immer, weil die haben ja eine enorme, also innerhalb von Europa schnell verbreitet worden, und es gibt dann eine weitere, die bedeutsam war, von Bernhard Salomon in Lyon, also die nun in Französisch und in Niederländisch gedruckt worden ist und das praktisch das Bildrepertoire weiterentwickelt. Was Sie hier sehen, ist diese Geschichte, die ich vorher angedeutet habe, von Pan und Syrinx, also die Geschichte, die jetzt Merkur dem Argus erzählt hat, um ihn einzuschläfern. Und diese Geschichte geht so, Pan ist der Hirtengott, der verliebt sich in eine Nymphe, die natürlich auch wieder nicht will und vor ihm davonläuft. Und wie sie dann schon fast nicht mehr kann, bittet sie die Götter, sie zu verwandeln. Und die Götter verwandeln sie in Schilf. Und Pan kommt und dieser Atem des frustrierten Gottes, beziehungsweise des Seufzens von ihm, dass er sie jetzt verloren hat, das gibt einen Ton in dem Schilf. Und diesen Ton will Pan festhalten, und er bricht das Schilf und macht aus dem Schilf die Panflöte, auf der er dann sozusagen Musik macht. Diese Holzschnittfolge von Salomon aus der Mitte des 16. Jahrhunderts, die wird kurz danach in Frankfurt ediert, aber nochmal etwas verändert. Das ist sogenannt, also er heißt Virgil Solis, der das macht. Und daraus zeige ich Ihnen das Beispiel von dem Traum, wie das hier genannt wird, von Paris, also dem Paris-Urteil, wo Sie sehen, dass das natürlich die drei Grazien sind. Übrigens, die rechte ist Juno, die mit den Flügeln, wo diese Pfauenaugen drauf sind, diese Pfauenaugen
sind dadurch entstanden, dass sie dem Argus, von dem ich Ihnen erzählt habe, der mit den 100 Augen, dass die Juno sich diese 100 Augen auf ihre Flügel gesetzt hat. Ja, und nochmal einfach, damit Sie sehen, sozusagen die Veränderungen von der ursprünglichen Version, das ist jetzt wieder Diana und Akteon, zu einer Edition in Mainz, wo das nochmal sozusagen verändert worden ist. Und hier Antonio Tempesta um 1600, also wir sind jetzt schon etwas später. Tempesta, ein Italiener, der danach in die Niederlanden gegangen ist und eine enorme Wirkung hatte. Also die ganzen Künstler haben immer eigentlich diese Holzschnittfolgen von Tempesta besessen. Das ist für Sie vielleicht ein bisschen verwirrend. Ich wollte Ihnen eigentlich nur sagen, dass, wie man sich das vorzustellen hat. Ja, also wie sozusagen diese Ovidschen-Mythen weitertransportiert worden sind. Also wir können auch umgekehrt fragen, wir könnten fragen, was ist denn den Künstlern der Renaissance, was stand denen überhaupt zur Verfügung? Und Sie müssen sich das so vorstellen, das waren einerseits Miniaturen, aber eher wenig, weil das eben eine ganz kostbare Sache war. Es waren die verschiedenen Holzschnittfolgen, es waren verschiedene volkssprachliche Übersetzungen, es waren Mythenkommentare und es war die Kleinkunst. Die Kleinkunst, also zum Beispiel Hochzeitstruhen oder Majoliken, kleine Gemmen etc., wo eben dieses profane Wissen weiter transportiert werden konnte. Nun, die Art und Weise, wie in der Renaissance im 15. und dann im 16. Jahrhundert mit den Mythen umgegangen worden ist, unterschied sich nicht so grundlegend vom Mittelalter, wie man das vielleicht glauben könnte. Wie das abläuft, das werden wir in den nächsten Stunden natürlich uns dann wirklich konkret an den Bildern anschauen. Es gab eine Richtung in der Renaissance, die relativ wichtig war, der Neuplatonismus von Marsilio Vicino, wo jetzt versucht worden ist, eben Antike mit Christentum zu verbinden und aber auf eine platonische Weise. Und diese Form einer platonischen Interpretation der Mythen, die ist sehr, sehr ähnlich wie die Allegorisierung eigentlich in der mittelalterlichen Kunst. Es gab dann im Laufe des Tridentinischen Konzils, also im Laufe der Gegenreformation, massive Widerstände gegen diese heidnischen Mythen und im Konzil wurde Ovid und die Metamorphosen verboten. Sie haben sich trotzdem durchgesetzt, also sie waren sozusagen eigentlich unausrottbar. Sie sind unausrottbar bis heute, also sie sind ja auch heute noch vorhanden und es ist erstaunlich zu sehen, dass es heute ein aktuelles wissenschaftliches Interesse gibt an den Mythen. Ich möchte Sie nur auf einige Dinge sozusagen hinweisen, weil es auffallend ist, dass in der letzten Zeit eigentlich so von der wissenschaftlichen Seite ein verstärktes Interesse an dieser Mythenforschung vorhanden ist. Das eine war eine Tagung in Köln, Morphomata, 2011, zur Evidenz des Mythos. Das war eine interdisziplinäre Tagung, wo ich auch dort war, wo sozusagen von ganz verschiedenen Bereichen eigentlich zu dieser Frage der Evidenz des Mythos, also genau zu der Frage, warum und wie haben Mythen so lange überlegt, diskutiert worden ist. Dann möchte ich Sie nochmal auf Dieter Blume aufmerksam machen, der eben, also von der Universität Jena, der zusammen mit Christel Meyer-Staubach und Caroline Smaut an dieser Textbildrezeption Ovids im Trecento arbeitet. Also der arbeitet ganz konkret sozusagen zu der Frage, wie ist Ovid im Trecento eigentlich rezipiert worden. Dann gibt es ein DFG,
Projekt über mittelalterliche Mythenrezeption von Uli Rehm und Mirjam Sara Marotzki. Also das nur, ich möchte sozusagen nur darauf hinweisen, dass es sozusagen aktuell wirklich innerhalb der Wissenschaft hier sehr wesentliche Forschungsprojekte gibt, weil eigentlich einfach noch sehr viel an Forschungsbedarf auch vorhanden ist. Dann ist es mir aber auch ein Anliegen, auf wenigstens ansatzweise auf die Wissenschaftsgeschichte hinzuweisen. Sie brauchen das jetzt nicht abschreiben, weil Sie das alles sozusagen vorliegen haben werden. Aber es ist mir wichtig, darauf hinzuweisen, dass es einfach ein paar wirklich große Persönlichkeiten in der Kunstgeschichte gab, die sich hier mit der Frage der Mythologie und den Mythen beschäftigt haben und einfach ganz grundlegende wissenschaftliche Arbeiten gemacht haben. Und das ist einmal natürlich Erwin Panofsky und es ist Fritz Sachsel. Fritz Sachsel hat sich vor allem mit den ganzen Fragen der Sternbilder und Planeten auseinandergesetzt. Und es ist natürlich Avi Warburg. Avi Warburg, der wesentliche Dinge, die bis dahin sozusagen vollkommen unklar waren, sozusagen aufklären konnte. Und es ist Jean Setschneck. Was sich sehr sozusagen gut eignet, weil es sehr leicht lesbar ist, ist es Jean Setschneck, das Fortleben der antiken Götter, die mythologische Tradition im Humanismus und in der Kunst der Renaissance. An sich ist es 1990 nochmal rausgegeben worden. Der hat aber eigentlich schon 1929 wesentlich, also sozusagen war das in wesentlichen Zügen konzipiert. Es ist dann 1940 rausgekommen und 1990 nochmal rausgekommen. Es ist ganz interessant, dass alle diese Forscher jüdischer Abstammung sind. Ich denke mir, dass es nicht nur ein Zufall ist, sondern dass diese wahrscheinlich vielleicht weniger voreingenommen waren gegenüber diesen antiken Mythen, vielleicht, ja, als ihre christlichen Kollegen. Es ist mir aber auch wichtig, wir werden das im Laufe der Vorlesung sozusagen konkret sehen, aber ich möchte das vielleicht doch hier am Anfang auch noch mal kurz erwähnen, dass also sozusagen mein Zugang zu diesen Mythenfragen und im Verhältnis auch zu eben Panofsky, Sachsel, Warburg und Setschneck. Speziell Panofsky ist natürlich praktisch der Begründer der Ikonologie, also der Methode der Ikonologie. Und meines Erachtens gibt es da sozusagen Probleme, wo ich sozusagen einfach einen anderen Zugang habe. Und das sind zwei Punkte. Der eine Punkt ist, dass eigentlich doch bei den Mythenforschern eine sehr starke Idealisierung der Antike vorliegt. Zum Beispiel schreibt Setschneck, in der Renaissance wurde nach all den Entstellungen des Mittelalters die Wahrheit wiedergefunden, welche die Griechenlands war. Und das ist so ein Satz, so ein Kernsatz, wo ich sagen würde, das ist meines Erachtens letztlich eine ahistorische Haltung, zu glauben, es gibt eine Wahrheit, die Griechenlands war, die in der Renaissance sozusagen wiederentdeckt worden ist. Es gibt keine Wahrheit des Mythos. Es gibt den Mythos eben, wie gesagt, nur immer wieder in den Umsemantisierungen, in den Umdeutungen, die jeweils in einer bestimmten Gesellschaft, für eine bestimmte Gesellschaft von Bedeutung war. Also das ist das eine. Das andere ist, was meines Erachtens die Ursünde der Ikonologie ist, dass sie die Texte, dass sie das Schriftliche über die Form stellt. Dass nach Texten gesucht wird und dann über die Texte die Bilder interpretiert werden. Und dass die Form, also die Ästhetik, die ästhetische Inszenierung, die Art, wie ein bestimmtes Thema dargestellt wird, dass das
für den Inhalt keine besondere Bedeutung hat. Und das ist meines Erachtens, also dem würde ich im Leben nie zustimmen, weil ich sagen würde, dass in der Kunst Künstler drücken sich über Formen aus und in der Form, in der Ästhetik, in der Art, wie etwas gestaltet ist, liegt eben auch die Deutung und liegt eben auch der Inhalt. Wir werden im Rahmen dieser Vorlesungen werden wir ständig mit solchen Umsemantisierungen zu tun haben. Ja, also das, wir werden sozusagen diese verschiedenen Mythen sozusagen von der Antike über das Mittelalter teilweise sogar bis ins 20. Uns anschauen. Anhand dieser Umdeutungen lässt sich unendlich viel über das Umdenken und über die Wertvorstellungen einer bestimmten Epoche erfahren. Und das will ich Ihnen jetzt noch an einem Beispiel zeigen. Sie alle kennen das Bild des Teufels. Also wenn ich Sie jetzt gefragt hätte, bitte zeichnen Sie mir einen Teufel, würde der sehr wahrscheinlich ungefähr so ausschauen. Also das ist ein Wesen, halb Mensch, halb Tier. Es ist behaart, es hat spitze Ohren, es hat Hörner, Pferde oder Boxbeine und einen Schwanz. Ja? Also das ist völlig beliebig, was ich Ihnen da zeige. Und was ist der Teufel? Der Teufel ist das Böse schlechthin. Also das ist die Inkarnation des Bösen. Nun, dieses Wesen ist keine Erfindung des Christentums, sondern es hat einen langen Stammbaum. Es ist nämlich eine Kreuzung aus dem antiken Satyr und dem Hirtengott Pan. Und das ist nicht in der Antike die Repräsentation des Bösen, sondern es ist, Satyr und Pan sind mythische Wesen. In der antiken Mythologie stehen sie für die ungebändigte Natur, für die Inkarnation von triebhafter Sinnlichkeit. Aber sie sind nicht böse. Und daran lässt sich meines Erachtens, zwei Dinge lassen sich daran aufzeigen. Erstens der Bruch zwischen einer antiken und einer christlichen Welt. Also in einer christlichen Welt, wo Sexualität sozusagen das Böse schlechthin wird. Also das müssen Sie sich mal vorstellen, was das eigentlich heißt. Ja? Das ist aber nur das eine. Das andere ist nämlich was anderes, dass Sie nirgends lesen werden, in keiner der Literatur der Kirchenväter, dass Sexualität das Böse schlechthin ist. Sondern das Böse, die Inkarnation des Bösen ist bei Augustin, also dem entscheidenden Kirchenvater und dann aber auch weiter, ist der Unglaube. Der Unglaube beziehungsweise die Hochmut, also die nicht vorhandene Demut vor Gott, das ist sozusagen der Kern des Bösen. Natürlich ist in allen Schriften, christlichen theologischen Schriften, wird Sexualität, Luxuria ist eine Todsünde, wird das natürlich als böse angesehen, aber es ist nicht sozusagen der Kern des Bösen. Und was kann man daran sehen? Meines Erachtens kann man daran eben genau das sehen, dass in Bildern andere Dinge transportiert werden als in Texten. Und im Bild ist es diese Vorstellung des Bösen über diese Teufelsfigur, die sich ja über Jahrhunderte faktisch in den Köpfen auch festgesetzt hat. Also Teufel schauen ja heute noch eben so aus eigentlich. Damit wollte ich Ihnen sozusagen nur zeigen, dass man eben, man kann nicht sagen, was ist jetzt die Wahrheit sozusagen dieser Figur, sondern das Entscheidende ist genau das, ist diese Transkription und ist genau das, diese Umsemantisierung. Ja, zum Abschluss möchte ich Ihnen noch einen Überblick geben über die Themen, mit denen wir uns hier überhaupt beschäftigen werden. Ich habe am Anfang gesagt, dass es einerseits Geschlechterbeziehungen sind, dass es aber natürlich auch die Repräsentation weltlicher Macht ist. Diese Inanspruchnahme von antiken Mythen für die Legitimation von Macht
die spielen eine große Rolle. Die spielen eine Rolle in der Renaissance, im Barock, im Klassizismus, im 19. Jahrhundert und auch im 20. Jahrhundert. Also auch im NS ist auch bewusst auf die Antike zurückgegriffen worden, um die eigene Macht sozusagen zu legitimieren. Das bezieht sich auf die Architektur, also wenn Sie sich also die Säulenordnung und die Tempelformen etc. Das bezieht sich aber auch auf die Benutzung von Helden und Götterfiguren. Denken Sie an Herkules, der immer wieder sozusagen herhalten muss. Das ist etwas, mit diesem Bereich werden wir uns nicht beschäftigen, aber es wäre ein wichtiger Bereich. Wir konzentrieren uns hier auf Folgendes und ich möchte Ihnen das jetzt einfach kurz zeigen, dass Sie wissen, was in den nächsten Stunden auf Sie zukommt. In der nächsten Sitzung werden wir uns mit dem Raub Europa beschäftigen. Also das ist eine von unzähligen Raptus-Darstellungen, also diese Raubdarstellungen sind auch zu einem Lieblingsthema der Renaissance- und Barockkünstler geworden und wir wollen uns sozusagen genauer damit beschäftigen, wie wir das eigentlich sehen können. Wir werden uns dann mit den Lieben des Göttervaters Jupiter befassen. Wir haben das heute schon angedeutet, das gibt eine Grundstruktur im Mythos, wo wir uns klarer machen wollen, was die eigentlich zu bedeuten hat. Also, dass es möglich ist, dass eben Zeus, also auf Griechisch Zeus, auf Latein Jupiter, sich immer wieder in sterbliche Frauen verliebt, die vergewaltigt. Es ist eigentlich immer so, dass die nicht wollen, die vergewaltigt und dann die Frauen dafür bestraft werden. Und wie das ist eine erstaunliche Mythenstruktur, denke ich, über die man nachdenken könnte. Und wir werden uns anschauen, wie das in der Kunst dann dargestellt worden ist, weil das Erstaunliche ist, ich werde Ihnen das zeigen, dass eigentlich alle, also praktisch alle Liebesdarstellungen in der Renaissance und im Barock und auch danach, werden in diesem mythologischen Gewand dargestellt und wir werden uns fragen, was das eigentlich zu bedeuten hat und was für Wirkungen das hat. Die Lieben von Jupiter, die gehen für ihn immer gut aus, das ist klar, ja? Er ist der Göttervater und er setzt sich durch. Aber es gibt Götter, wo das nicht so sind, zum Beispiel bei Apoll. Apoll hat mehrere vollkommen unglückliche Lieben. Die eine ist eben die unerfüllte Liebe zu Daphne. Und wir werden uns überlegen, wie eben diese Form von Begehren und von unerfüllten Begehren und von Sehnsucht in der Kunst dann dargestellt worden ist und wie hier dieser Mythos jeweils semantisiert worden ist. Ja, und jetzt kommen wir zu etwas, wo ich allerdings wirklich sagen würde, ohne den Rückgriff auf die Mythologie wäre es einfach nicht repräsentierbar und das ist schwule Liebe. Also Homosexualität wäre in dieser christlichen Kultur, also heute ist das anders, aber davor einfach nicht repräsentierbar gewesen. Da gibt es nur den Rückgriff auf den Mythos und eben in diesem Fall zum Beispiel auf Ganymed. Dann werden wir uns beschäftigen mit den beiden Protagonisten, also mit Aphrodite, Eros oder eben Venus und Amor, werden uns überlegen, was die ursprünglich eigentlich bedeutet haben, was sie für Veränderungen durchgemacht haben. Und wir werden uns dann auch mit Themen beschäftigen, vor allem bei Tizian, der dann angefangen hat, eigene Mythologien zu entwickeln, also Geschichten, die aus der Mythologie gar nicht tradiert worden sind, die aber, also wo sozusagen Fantasien, Vorstellungen über die Liebe neu entwickelt worden sind, aber wiederum nur in einem mythologischen Kleid möglich waren. So, dann kommen wir zu einem neuen Gebiet, nämlich zu Kunst- und Künstlermythen. Da muss man dazu sagen, da gibt es natürlich andere Möglichkeiten und gab es sie. Also das sind vor allem Selbstporträts, Selbstinszenierungen. Es gab verschiedene Möglichkeiten, über die Kunst zu reflektieren. In der holländischen Malerei gibt es sehr viele metapikturale Bilder, die sozusagen im Bild sich selbst reflektieren. Aber trotzdem gibt es antike Künstlermythen und Kunstmythen,
die sehr, sehr wirksam geworden sind für das Selbstverständnis von Künstlern und für die Auffassung von Kunst. Und damit wollen wir uns auch beschäftigen. Dann werden wir eine Stunde haben, wo wir eben über diese Planeten- und Sternbilder sprechen werden, weil das eine Weise war, wie sich diese Götter halten konnten. Und dann werden wir über Schöpfungsmythen sprechen, und da geht es dann vor allem um dieses Verhältnis von Antike und Christentum, um die enorme Ähnlichkeit, um die Gründe, warum die so ähnlich sind, weil sie eben natürlich sehr ähnliche Quellen haben, und dann aber auch über die Differenzen und was da dann über Adam und Eva und über den Sündenfall an neuen jüdisch-christlichen Ideen transportiert worden ist. Und wir werden enden mit einem traurigen Thema, mit dem Opfer. Das ist eines sozusagen der allerältesten, archaischsten Vorstellungen in den Kulturen. Das Opfer, das Do ut des, ich gebe dir, also dem Gott, etwas, damit du mir etwas gibst. Also ich opfere, damit du Gott oder die Götter oder was auch immer mir wieder irgendwas Gutes tust. Eine uralte Vorstellung, die in der Antike eine Rolle gespielt hat, aber vor allem natürlich im Judentum und dann im Christentum massiv umsemantisiert worden ist in Christus, der sich selbst opfert. Und dieser Opfergedanke, der also im Judentum über dieses Abraham-Isaac-Opfer eine große Rolle gespielt hat, auf die Weise in den Islam übersetzt worden ist und dann während der Französischen Revolution profanisiert worden ist, also da ist es dann nicht mehr das Opfer für Gott, sondern das ist das Opfer für das Vaterland. Und erstaunlicherweise, oder sozusagen, man kann eigentlich sagen, man kann nur fassungslos sein, dass dieser Gedanke des Opfers heute und aktuell immer noch dermaßen bestimmend ist. Also damit werden wir die Vorlesung beschließen. Also Sie sehen, es sind ziemlich unterschiedliche Themen, mit denen wir uns beschäftigen werden. Ich habe jetzt heute einfach versucht, Ihnen mal so ein gewisses Koordinatensystem zu geben, damit Sie sozusagen die konkreten Sachen dann vielleicht ein bisschen besser einordnen können. Und wenn wir jetzt Zeit haben, ich weiß es nicht, ein paar Minuten, also wenn Sie jetzt konkrete Fragen noch haben, die ich vielleicht beantworten kann, gerne. Wenn das, wir wären öfter, also ich weiß das nie so genau, aber wir wären öfter am Ende der Stunde vielleicht ein paar Minuten haben, wo wir Fragen einfach noch abklären können. Gibt es irgendetwas, was Sie gerne noch von mir wissen möchten, was ich Ihnen vielleicht beantworten kann? Ja, auf die Schnelle geht das schwer. Gut, dann würde ich einfach sagen, wir sehen uns in der nächsten Woche.